Ich bin Patrick Kehrin, ich arbeite seit einem Jahr bei der IOZ und wohne in Kriens. Ich arbeite als Projektleiter im Team Collaboration und in meiner Freizeit tue ich sehr gerne Snowboarden, bin einfach ein bisschen am See oder bei einem Wüstentag, auch mal am Tag vor dem PC ein bisschen am Zocken. Unsere Unternehmenskultur beschreibe ich als authentisch, direkt und gesund, hätte ich jetzt gesagt. Jeder darf wirklich so sein, wie er ist und niemand muss sich verstellen. Und auch wenn irgendwie ein Thema gibt, das man besprechen muss, wird nicht lange um ein heißes Brei geredet. Das sagt man gerade so, wie es ist und es geht ja. Meistens ist es viel einfacher und angenehmer auch für alle Beteiligten. Komplexität im Projekt ist so etwas, wo ich sage jetzt mal, dann entsteht, wenn ja ganz viele Faktoren sich stetig verändern. Ich hätte dort jetzt gesagt, häufig hilft es mir, vielleicht einfach einen Schritt zurückzugehen, um das Ganze anzuschauen. Ich habe dann eigentlich so ein bisschen die Ungewissheit, die häufig aufkommt, so ein bisschen ausblenden und kann dann halt individuell schauen, wenn wir diese Situation nicht handeln und was für Sachen man dort unternehmen. Mein grösster Erfolg bei der IOZ. Man muss sich so vorstellen, jedes Mal, wenn man sich irgendwo anmeldet, gibt es ja den zweiten Faktor. Und bis sehr lange musste man sich mit dem Teamviewer darauf verbinden, auf so ein Gerät, und konnte dann dort gut auslesen, sich anmelden. Und wenn man sich dort vergessen hat abzumelden, was mir leider mehrmals passiert ist, können dann alle anderen nicht weiterarbeiten, also sie können sich dann auch nicht anmelden, weil halt die Session blockiert ist. Und dann habe ich dann gefunden, ich habe das ins Teams integriert, damit man halt dann nicht mehr ausgesperrt oder viel schneller kann sich dann anmelden und das nicht so aufwendig ist. Es gibt dann ein zweiter grosser Erfolg, und das wäre für mich persönlich. Ich habe hier bei dir jetzt einen Job gefunden, der mir gefällt und Spass macht. Also in Bezug auf Spass, definitiv hier in Sursee mit den Arbeitskollegen. Es hat aber auch so ein bisschen den Teil, dass es halt viel mehr Ablenkung gibt. Also wenn jetzt die Frage heisst, ja, wo kannst du besser oder effizienter arbeiten, dann ganz klar daheim. Es ist wirklich so, also ich habe es vorhin glaube ich, schon mal gesagt, die Unternehmenskultur ist gesund. Also ich komme freiwillig 1 bis 2 Mal in der Woche ins Büro, um mit den Arbeitskollegen zusammen auch irgendwie ein bisschen Spass zu machen und mich auszutauschen. Direktes Hobby jetzt wie irgendjemand Fußball oder so habe ich nicht. Aber ich bin durch das Studium, das ich gemacht habe, auf 8% runter und habe mich dann so daran gewöhnt und gefunden, ja, die Freizeit, die ich hier gewinne, für mich, die kann ich dann super nutzen. Auch gerade wenn ich so einen Tag oder eine Woche frei habe, ist es so, dass nicht so die sozialen Verpflichtungen, wie man muss irgendetwas machen oder alle anderen frei rum sind, sondern ich kann mich dann auf mich selber konzentrieren und kann dort etwas machen, das mir Spass macht und das mir auch gut tut.